Kat. Hallo, wir haben heute einen Gast, der total unfame ist, weil er zu schlauen Content für Stimmt, YouTube macht. Ja, unfamed. Ja, aber ich finde mich damit ab, langsam. Der Alkohol hilft. Der Alkohol hilft. Du bist ja jetzt auch volljährig. Jetzt darf ich auch legal trinken. Das ist noch viel besser. Genau. Und wir basteln heute ein Cap. Mit. Das ist so geil. Wer mich kennt, weiß, ich trage viele Caps privat. Er kam mit, ich möchte gerne was mit lustigen Hüten machen. Und ich dachte, okay, ich bestelle einfach mal so ein Cap. Ja, das ist super. Ehrlich, vielleicht ist das die erste Cap, die ich gut finde. Und ich bin mir sicher, das wird sie. Aber sobald du es aufsetzt, sinkt auch dein IQ um 20%. Das ist die Überraschung größer, wenn ich Wörter sage, die mehr als 3 Silben haben. Und dann so, oh Gott, er trägt eine Cap und er ist so klug. Wahnsinn. Ich dachte, du gehst zum Berlin Tag und Nacht Casting. War ich auch, ja. Und die Caster haben mich nicht verstanden. Wollen wir anfangen? Jawohl. So, ich dachte, wir machen hier vorne Zähnchen rauf. Du arbeitest, ich stelle mich daneben und mach so. So, die ganze Zeit. Fasse Dinge an, so. Ja. Mal kurz zur Erklärung. Wir machen jetzt Zähne für dieses Cap vorne. Und weil mir gerade aufgefallen ist, dass das Cap ja rund ist und wir die Zähne ja drumherum kleben, male ich jetzt erstmal den Umriss von diesem Cap. Dann können wir da gleich die Zähne drauf malen. Möchtest du die Zähne malen? Traust du mir das zu? Ja. Oh Gott, wahrscheinlich werde ich die dann tragen und mal denken, oh, diese Zähne. Hätte ich mal nicht ja gesagt. Ich weiß nicht, ob wir den raufkriegen. Das ist so Weisheitszahn-Style, weißt du? Ob man die da hinten... Dann ziehen wir die einfach. Das ist eine Stoffschere. Ach so, und die unterscheidet sich von diesen Scheren wodurch? Es ist ein Bändchen dran. Das ist der Wahnsinn. Meine Abonnenten haben sehr viele lustige Reime dazu geschrieben. Die kann man sich alle in den Kommentaren durchlesen. Okay. Und wenn man die fallen lässt, dann muss man leider sterben. Soll ich das ausschneiden? Natürlich. Oder soll ich das so, soll ich beschreiben, wie ich mich dabei fühle? Bitte. Damit das spannender ist für deine Abonnenten. Nein, du musst es machen wie ein Let's Play. Am Ach Stück so, reden, ah. auch wenn es nicht interessant ist. So Leute, dann habe ich mal die Schere aus meinem Inventar genommen. Wie wir eine Schere craften, wissen wir alle. Das sind 2 Eisenbarren und Holz oder so ähnlich. Und damit müssen wir jetzt hier so, keine Angst, wenn wir uns verschneiden, dann starten wir das Level halt einfach neu. Ich finde, bei Minecraft sollte man auch so kleine Asiaten rausschlagen können, die dann für einen craften. Oh, jetzt die Stimmung schon wieder so gedrückt. Weil wir an die vielen Menschen denken, die alleine sind und wir sind hier zu zweit. Naja, die könnten auch einfach Suizid begehen. Die Erde ist eh so überbevölkert. Es gibt YouTuber, die für sowas verklagt werden. Auf Gott. Ich habe gesagt Suizid, nicht Genozid. Das ist ein Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied. Frau Lehrerin, bin fertig. Was machen wir als nächstes? Jetzt kommt der Part, wo du dir ernsthaft wehtun kannst. Wir holen die Heißklebe. Auch wie gleich der T-Rex kommt. Mir ist als Kind mal in der Grundschule ein Bügeleisen auf die Hand gefallen. Oh Gott, gleich traumatisiert. Ja, muss ich gerade dran denken. Hat gerochen wie Bacon. Nee, Quatsch, habe ich nicht gerochen. Ich habe sehr viel geweint. Da steigt der Sexappeal auch einfach gleich auf 200%, wenn du sagst, wenn man mich anzündet, rieche ich wie Bacon. Tatsächlich, ja. Aber dann fangen die Leute an, dich anzuzünden. Ich glaube, ich spreche aus Erfahrung, das ist nicht schön. Immer wenn ich ins Dorf fahre, denke ich auch, gleich kommen die Leute mit so Mistgabeln und wollen mich anziehen. Es ist tatsächlich so, wir haben bei uns, ich komme ja auch so ein bisschen vom Dorf, wir haben so eine Mistgabel neben der Haustür und immer wenn uns was nicht passt, wenn Fernsehempfang schlecht ist oder so, gehen wir raus und lünchen jemanden. Einfach so, um uns zu beruhigen. Und jetzt gibt es auch bald so bestimmt ein Asylheim, ne? Wir haben schon eins, ja. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo es liegt. Vielleicht besser so. Ich bin aber nämlich auch sehr aufbrausend und aggressiv, was angeht. Ja, was unsere Steuergelder, die wir ja sonst am Ende des Jahres geschenkt bekommen. Ehrlich. Aber super gewesen, ja. Weil die bei uns sehr viele Garagen dann leergeräumt haben, die Anwohner. Und dann die ganzen Scheiß, den sie nicht mehr brauchen, haben sie gespendet. Wir haben auch eine alte Tischtennisplatte gespendet. Oh wow. Und man fühlt sich auch sehr nobel. Ja, man fühlt sich nobel, man kann damit angeben. Ey, das ist auch das Erste, ne? Wenn du irgendwie aus Syrien herkommst. Oh scheiße, wie lange ich nicht mehr Tischtennis gespielt habe. Eine Tischtennisplatte. Jetzt eine Tischtennisplatte. Das hat mir am meisten gefehlt. Ich schnapp mir mal die Cap, ne? Ja, leg okay. Die so hin. Ja, ich habe mir überlegt, das räufelt sich dazu für auf. Deswegen nehmen wir jetzt Tixi-Kleber. Der riecht auch wunderschön. Der riecht nämlich nach Katzenpipi. Aber die Cap riecht später nicht so, oder? Nee, wenn es getrocknet ist, dann ist es weg. Ah, es ist der Ammoniak, glaube ich. Du kannst ja mal dran riechen. Der Kleber hat sich lange nicht gewaschen. Ich schmier das einmal ein und danach machst du den nächsten, okay? Okay.
Wow, das ist ein mega Fangzahn. Ich finde, man kann sich das vorstellen. Ja. Oder geht doch. Da habe ich die Zähne aber alle sehr gut aufgeklebt. Und aufgezeichnet auch noch. Da, ja. Ich denke gerade darüber nach, das auch beruflich zu machen. Kannst gerne Praktikum hier machen. Du hast gesagt, deine Praktikanten werden nicht gut behandelt. Wessen Praktikanten werden gut behandelt? Niemanden. Wo war dein Schulpraktikum? Mein Schulpraktikum war bei Radio Bremen. Ja, was wirklich. Ich habe nie ein anderes Unternehmen von innen gesehen als Radio Bremen. Ja, da Firmentreue, sag ich mal, ne? Ich krieg bald wahrscheinlich auch so ein goldenes Abzeichen. Hängst du schon an der Wand, so als Mitarbeiter als des Monats? Ja, als Mitarbeiter des Monats. Oh Gott, ich will auch ein Selfie machen in irgendeiner Firma, wo ich als Mitarbeiter des Monats hänge. In meiner eigenen. Vielleicht werde ich den Platz mal für dich einfach abgeben. Keiner kennt dich da, aber du hängst einfach drin. Sag, nee, jetzt hängt statt mir mal ein anderes Bild. Da musst du sagen, die generiert in Asien die vielen... Die ganzen Klicks. Ja. Ich mache nichts anderes den ganzen Tag, als sich in verschiedene Accounts einzuloggen. Ich dachte, jetzt machen wir hier vorne noch ein Auge drauf. Außer du möchtest dieses Video schnell beenden, dann können wir auch einfach den Puppenkopf draufkleben. Nein, das ergibt keinen Sinn, weil der Puppenkopf hat keine Zähne. Das Auge muss da und das sind dann Zähne. So, anzeichnen, ausschneiden. Wow! Siehst du? Voll gut. Und jetzt kommt nämlich die besondere Herausforderung, liebe Melissa. Ich habe hier eine Stoffschere. Die ist ein bisschen teurer als eine normale Schere. Wenn die runterfällt, ja, töte ich dich. Oh. Mhm. Da ist ein Band dran, da haben meine Abonnenten schon lustige Sachen drüber geschrieben. So, das schneiden wir. Ich mache das einfach mal. Das ist nämlich sehr wichtig jetzt. Du musst mir zeigen. Ja, das darf nämlich nicht schief gehen. Und du hast mir auch erzählt, es ist wichtig, dass man das Material dreht und nicht die Schere, weil dann werden die Sachen runter. Meine ich, genau. Hast du gut gesucht bei Google? Das ist vielleicht der beste Kreis, den ich jemals geschnitten habe. Wie viele Kreise hast du schon geschnitten? Bestimmt schon so 2-3. Hast du schon mal so einen schönen Kreis gesehen? Nee. Ich auch nicht. Könnte ich besser mit After Effects umgehen, würde ich einfach jetzt einen Glow drum machen, kann ich aber nicht. Scheiße. Deswegen müsst ihr euch den jetzt vorstellen. Ja, komm, wir machen das manuell. Ja, so hat man das früher gemacht beim Film. Damals, als ich angefangen habe mit Film, hat man noch so gearbeitet. Heute ist das ja alles CI, alles Visual Effects. Ja, das ist ja nur das Weiße. Mhm. Noch die Iris. Das, ich habe jetzt einfach mal grün genommen. Das ist gut, weil das ist auch von innen grün, die Cap. Dachte ich. Innen drin brauchen wir ja noch die Pupille, die ist schwarz. Deswegen brauchen wir noch mal 2 kleinere Kreise. Oh Gott, möchtest du einen besseren Stift haben? Nein, ich mache das jetzt mit dem. Wir haben das mit dem angefangen und ich finde es nicht fair, sobald wir Erfolg haben, den einfach in den Wind zu schießen. Okay, jetzt brauchen wir noch einen kleineren Kreis für das Schwarze. Das ist ein Kreis. So, Kinder, sucht alles, was ein Kreis ist. Was denn damit? Das ist ein guter Kreis. Oder? So, jetzt wird richtig tricky. Auch schwarz anzeichnen. Ja, das ist natürlich schwierig. Schneiderkreide. Dürfen das auch nicht Schneider benutzen? Nee, dann explodiert deine Hand. Gut, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Ich bin nämlich, das wissen viele nicht, kein ausgebildeter Schneider. Was? Boah, ja. Aber schon so ein Druffi-Auge, ne? Das ist ganz schön groß. Wir sind hier in Berlin. Das passt. Machen wir noch einen kleinen Lichtpunkt, weil dann ist es nicht so tot. Das ist immer schön. Das finde ich immer gut. Du kannst ihn überall hingucken lassen, wo du möchtest. Runter. Das sieht auch cool aus. Ich finde bloß mittig ist so ein bisschen, ja, uninspiriert. Ich warne dich vor, wie ich es auch mit Sadet getan habe, die es trotzdem ignoriert hat. Heißklebe ist heiß. Sadet hat... Gut, anders kennt man Sadet auch nicht. Da hättest du alles sagen können. Heißkleber ist ätzend, hättest du sagen können. Sadet hätte sich da erstmal so ein halbes Kilogramm auf die Hand gemacht. Okay, es muss jetzt alles aufeinander geklebt werden. Es muss ein Kreis sein. Es ist ein Kreis. Du könntest es auch deiner Mutter zu Weihnachten schenken. Mama, hab ich gebastelt. Die kriegt sowas sehr gerne. Jeden Tag. Vor allem, weil sie das Video wahrscheinlich davor gesehen haben wird. Aber dann sieht sie, mit wie viel Liebe du das gebastelt hast. Und dann freut sie sich doppelt, wenn sie es den Flüchtlingen schenkt. Dann wäre ich echt beleidigt. Das ist super. Ja. Das spiegelt meinen Charakter wieder. Bestaune dein Werk. Mein eigenes Kind. Ja, doch, ich sehe aus wie jemand, der kommentierende News machen könnte. Doch, doch.
ich sag mal, so würde ich jetzt auch die Kanzlerin interviewen. Abmod oder willst du noch? Abmod. Nee, ich habe keine Witze mehr mitgebracht. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, jetzt machst du noch so Stand-up. Leute, Männer und Frauen. Das ist voll krass, wie unterschiedlich das sind. Männer haben einen Penis, Frauen eine Mumu. Ah, noch Witze über verschiedene Ethnien. Ethno-Comedy kommt sehr gut, wenn man das als Weißer macht. Ich kann dir noch so einen gelben Aufnäher machen. Kannst dann als Merch verkaufen, so Sterne. Oh, das ist super. Super Merchandise. Ich dachte erst an so eine Binde für Blinde. Binde für Blinde. Das war sehr viel politische Unkorrektes ja, heute. Ja, das ist schlimm. Bitte strike das Video nicht sofort, damit es vielleicht noch 2000 Leute sehen können. Das wären weniger als bei mir, hätte sich das gar nicht gelohnt für mich. Mindestens 5000. Sonst komme ich nicht wieder. Genau, ab da darf man dann. Ab da dürft ihr euch entscheiden, ob ihr das Video guckt oder nicht. Jo, wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr das nachbastelt, schickt ihm gerne Fotos oder das Cap, da freut er sich auch drüber. Mhm, das wäre super. Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Bis dann. Tschüss.